Nach meinem Audio-Ortungssystem versteckt sich Raleigh in dem riesigen Zeppelin dort. Echt? Für mich sieht der Zeppelin eher aus wie eine Maschine als ein Versteck. Da hast du recht, Sly. Das ist eine Sturmmaschine. Aus diesem Grund hört es hier auch niemals auf zu regnen. Ach, drum. Die ganzen Schiffswracks. Warum sollte Raleigh rund um die Uhr schlechtes Wetter bei seinem Versteck wollen? Ja, warum nicht? Keine Ahnung, aber Regen oder nicht, ich stehle das Buch meiner Familie zurück. So ist es. Wenn sich mir in den Weg stellt, auch gut. So ist es. Ja, wir sind ein guter Dieb. Wir sind echt so ein bisschen Robin Hood. Ich musste ein bisschen an Robin Hood denken, jetzt auch die Storyline von wegen, ja, Bücher und wir stehen nur von den Reichen und so. Ist ja echt voll die Robin Hood-Thematik, die gefällt mir. Warum knackst denn mein Controller? Was ist denn los hier? Hier an der Kante, an der Naht, wenn ich hier so spiele, bei manchem Tastendruck knackst das. Was ist denn da los? Ist der locker geworden? Muss ich eine Schraube anziehen vielleicht? Der knackst. Oh ja, man hört's auch. Aber nur die linke Seite. Na, vielleicht muss ich ja mal die Schrauben anziehen. Ist ein bisschen nervig gerade tatsächlich beim Spielen. Aua! Hey! Instant-Tot? Oh. Oh, das ist krass. Oh, da müssen wir aber aufpassen, du. Da müssen wir aber aufpassen. Aber lass mich raten, bei 100 Münzen gibt es ein Leben? So ganz klassisch? Ich hoffe es. So, 80? Und diesmal nicht. Okay, da können wir... Oje, oje. Aber ich kann die Kamera interessanterweise nicht hoch und runter machen, sondern nur links, rechts. Will ich hoch, runter gucken, muss ich immer das Fernglas zücken. Warte mal, so. Und dann kann ich mit dem linken Stick hoch, runter schauen. Das ist ziemlich seltsam. Oh mein Gott! Die Strömung. Krass. Okay, okay, okay. Aber Wolf, kannst du mir gerade ein bisschen Feedback geben? Die Lautstärke, ist die voll in Ordnung so, oder? Ah! Oh nein! Bitte! Boah, das ist ja richtig ekelhaft. Jetzt haben wir nur noch 2 Leben. Oje, oje. Das könnte ja auch noch richtig knifflig werden hier. Vorsicht, der röstet mich wieder. So. Ja, dass die Strömung auch so stark ist, ist auch ein bisschen krass. So, 99. Jetzt bin ich halt gespannt. Nein, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Nein. Oh, lol. Sly, please. Ja, Mann, so. Gute Arbeit soweit, Sly. Ja, ich glaube, es passt schon Lautstärke, wenn ich das so sehe und höre. Ich glaube, das geht schon. Springen und Kreistaste drücken, um Haken zu greifen. Nur manchmal sind halt die Stimmen leise, kann nichts machen. Okay, oh, wie cool. Hui, und dann nochmal X, okay. Hey, wie geil. Okay, dann müssen wir rüber. So, vorsichtig, vorsichtig. Einfach zack. Zack. Vorsicht. Und. Ich leuchte? Warum leuchte ich jetzt? Hey, wieso habe ich jetzt einen Magneten auf dem Rücken? Hä? Ich habe einen kleinen Magnet auf dem Rücken gekriegt nach 100 Münzen. Ich dachte, ich krieg halt ein extra Leben, aber nee, ich krieg irgendwas, was das Spiel nicht mal beschreibt. Wir wissen nicht, was es ist. Okay. Vielleicht ist es wie eine Akku-Akku-Maske in Crash. Vielleicht kann ich einen Treffer jetzt ab oder so. Ich weiß nicht genau. Okay, hier sind wieder Scheinwerfer. Müssen wir aufpassen. Ah! Oh! Ach, was soll's.
Ach, ich werde ja so von Insta gekriegt. Ja, tatsächlich. Ich habe einen Treffer frei Haus. Okay. Kann das auch mal wieder aufhören, bitte? Das hört nicht mehr auf, oder? Das ist ja toll. Ach, egal. Oh Gott, ich laufe ja voll rein. Boah, aber dass wir instant tot sind, ist ein bisschen frech. Warum hat Sly keine Lebensanzeige? Das wäre doch viel sinnvoller, ehrlich gesagt. Ja, super toll. Boah, das ist voll nicht so gut. Das ist voll nicht so... Eigentlich ist es ja jetzt schon ein ziemlich geiles Game. Das Einzige, was fehlt, ist, dass Sly so ein bisschen eine Lebensanzeige hat. Das wäre einfach nur besser. Was ist denn da los? Das ist ja dann wirklich schwer. Oje, oje. Hey, wieso ist das ein Alarm? Es hat mich nie berührt. Hä, was war das denn? Mann, ich bin nach links geglitscht. Spiel vorbei, neuer Versuch. Ja, Spiel vorbei. Und wieder von vorne, oder was? Das wäre doch zu einfach. Das wäre überhaupt nicht zu einfach, spinnst du? Das wäre nicht zu einfach. Du hast das ganze Level von vorne. Das ganze Level. Sly brauche ich doch nur eine Lebensanzeige. Wie Super Mario auch. Einfach drei Treffer oder so. Das wäre doch viel, viel fairer für so ein Game. Das wäre nicht so einfach. Glaub mir. Kann man doch ganz easy machen. So drei Treffer und dann tot. Aber doch nicht instant tot bei jeder Aktion. Das ist schon zu hart. Das ist schon krass. Nee, Wolf, echt. Ein bisschen Leben so wäre schon was. Oder wenigstens, dass man bei 100 Münzen extra Leben kriegt und nicht einen... Also das ist hier super seltsame Sachen, die entschieden wurden. Das ist super interessant. Kennt man jetzt so nicht aus anderen... Wäre es ja eigentlich schon ein Jump'n'Run. Action Adventure Jump Run, das ist so ein. Und zack, getroffen, weißt du? Bam, tot. Das ist schon krass. Oh mein Gott. Das ist schon hart. Jetzt habe ich einen Magneten dran. Oh Mensch, belohnt mich das Spiel, wenn ich zu viel sterbe mit einem Magneten? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Ja gut, dann kann ich wenigstens einen Treffer ab. Naja, okay, krass. Also es ist dann schon ein etwas schwierigeres Spiel in dem Fall. Ich meine, das ist erst der Anfang auch. Drum. Oh, das hat's, glaub, in sich. Ja. Krass. Und Nanu, auf einmal ein Leben? Aha, ich glaube, du wirst immerhin belohnt, umso öfter du stirbst. Jetzt haben wir plötzlich ein Leben daraus gekriegt. Also ist das Fairness-System dahinter? Ja, dann ist es, glaube ich, okay. Das ist ja auch faszinierend. Ha. Okay. Na, mal schauen. Auf jeden Fall, trotz alledem, krasse Entscheidung, dass man nach einem Treffer tot ist. Trotz alledem. Schon krass. Okay. So, moin, Daniel. Du Erster, du... Hier, immer. Ich will die Bienen, ich will die Hummeln! Die Hummlis, die will ich wegmachen hier. Wenn ich aber ein Magnet am Rücken habe, oh, jetzt bin ich ein bisschen erschrocken auch. Wenn ich hier die am Rücken habe. Eins schon. Was passiert, wenn ich dann nochmal 99 sammle? Frage ich mich. Kriege ich dann... Hä, jetzt spicken auf einmal extra Leben raus. Entweder ist es Zufall oder es ist wirklich so, ja Mensch, der Typ, der ist jetzt schon zwei, dreimal gestorben. Jetzt helfen wir ihm mal ein wenig. Was ist das hier? Was passiert hier?
Es ist ein sehr faszinierendes, seltsames System dahinter. Aber na gut. Dasselbe Level von vorn, dasselbe Level von vorn. Ja, einmal hier. 99 und ich habe ja schon Magneten dran. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was passiert. Oh nein! Och, scheiße. Da war ich jetzt einfach zu ungeduldig auch. Das habe ich mir jetzt echt selbst verbockt. Tja. Müssen wir wieder warten, bis wir 100 haben. So. Weg damit. Okay. Okay. Was du nicht sagst. Es ist super seltsam. Man kann ja hoch scheinbar. Weil... Okay. Wahrscheinlich über das Seil da hinten oder über hier. Warte, ich gehe einfach mal weiter. Ja, Hinweise hin, Scheiße. Ich guck doch schon. Jetzt Moment mal. Achso. Hä, ist hier Levelende? Ah, hier wäre das Level zu Ende. Ah, sind die Level so kurz dann? Das wäre dann auch sehr fair. Mhm. Okay, mal angenommen, die Level sind immer so kurz und man stirbt bei einem Treffer und man hat dann so und so Leben. Dann ist es weniger frustend. Dann würde ich die Entscheidung verstehen. Dann würde ich auch verstehen, was du meinst, Wolf, mit das wäre ja dann zu einfach. Na, mal gucken. So, ich habe jetzt 16 von 20. Das ist also eigentlich ein bisschen aufgebaut wie Crash Bandicoot eigentlich auch. Irgendwie ist das ein bisschen wie Crash. Gut, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Doch, glaube am Anfang oder so, wo ich auch nicht weiß, wie ich dran komme. Das ist also quasi für einen 100% Levelabschluss, ne? Ich gehe jetzt aber einfach 16 von 20, ja. Macht nichts, komm. Ich beende das Level. Yeah! Wie cool ist das gemacht? Dann raus da, würde ich sagen. Wie das aussieht! Hä, die Animationen auch. Echt, voll schön. Okay, dann raus da, scheinbar. Streifzug durchs Gelände, okay. Ah ja, es geht direkt in ein nächstes Level rein, okay. Ist das jetzt Streifzug durchs Gelände, oder? Ah ja, okay. Verstehe. Okay, es geht weiter. Wir können aber auch nicht zurück, oder? Ins andere Level. Lautloser Einsatz. Doch. Könnte ich. Weiß ich schon. Ah, ein lautloser Einsatz ist das Gesamtding und es beinhaltet drei Level. Erstes Level der Schlüssel. Zweites Level ist jetzt irgendein Pergament oder so. Und dritte... Ach, so ist das gemacht dann. Eine Welt mit drei Level oder sowas, denke ich. Ja, was? Höher springen. Wo denn? Ich komme trotzdem nicht da... Hallo? Willst du mich verarschen? Es ist an der Zeit zu erwähnen, dass du durch zweimal das Rücken-X-Taste höher springen kannst. Ja, es bringt mir aber nichts, weil ich nicht hochkomme. Guck mal. Was ist denn das? Hallo, Dark. Eriko, kommst du vorbei und arbeitest für mich? Nee, du. Der Zeppelin sieht aus wie der am stärksten bewachte Ort auf dem Schiff. Wenn Raleigh so schlau ist, wie in der Polizeiakte steht, werde ich ihn dort finden. Großartige Idee.
Aber dein Plan hat einen Haken. Einen Haken? Es ist unmöglich, an ihn heranzukommen. Um in Raleighs Zeppelin zu gelangen, müsstest du durch diese Starkstromröhre kriechen. Und um das tun zu können, ohne einen Stromschlag zu kriegen, müsstest du den Stromgenerator zerstören. Und dafür brauchst du noch zwei von Raleighs schwer bewachten Schatzschlüssel. Verstehe. Interessant. So ist es also. Und wo liegt nun das Problem? Schön, aber ich habe dich gewarnt. Deine Einsatzgebiete sind holographisch markiert. Folge den Markierungen zu deinen Einsatzzielen. Naja. Keine Ursache, es ist deine Beerdigung. Jetzt, hey, bitte. Jetzt glaub mal an mich. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Du wüsstest doch wohl jetzt, was ich drauf hab. Hui! So. Nee, da ist es viel zu kalt, um jetzt auf Reisen zu gehen. Wow, du hast einen Glücksbringer gefunden. Ah. Dich, wenn du mich verletzt. Jetzt ist unser Glücksbringer gelevelt. Jetzt ist er Gold. Man kann ihn tatsächlich noch hochstufen. Ah ja, gut. Ich meine, ja, dann ist fair. Ja, okay, dann ist ja recht fair gemacht. Dann passt das. Ich kenn dich auch. Das ist so dark. Und ich kenn dich. Und das ist voll schön. Und wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ein Leben. Er erzählt irgendwas Lustiges, aber es ist zu leise einfach. Weiß nicht. Okay. Kann ich da hoch? Ah. Weiß ich. Weiß ich. Danke für die Info, aber das weiß ich alles schon. Wir müssen uns verstecken, ganz heimlich. So, hab ich dich. So, eine exzellente Tarnung. Mhm. Oder aber, es ist so eine Mini-Hub-World. Das ist ja voll süß gemacht. Mini-Hub? Eine Weltwelt mit drei Level, mit einer Mini-Hub und dann ist da noch ein Boss. Ist ja schon süß gemacht. Moment mal, aber da oben ist ja noch ein Level? Hä? Wieso ist da noch eins? Egal. Komm, wir gehen erstmal das, was uns zuerst angezeigt wurde. Ja, das wäre das da. Aha. Ding der Extraklasse. Okay. Ich habe Doc noch nie getroffen. Das ist sehr traurig. Ich habe dich eigentlich auch noch nicht getroffen. Und was hier los? Mhm. Junge, rede halt noch leiser. Gott sei Dank sind die Untertitel da. Der wird immer leiser. So, hier müssen wir 30 Flaschen tatsächlich sammeln. Oh. Ah, lol, ich kann hier ziemlich viel zerstören. Okay. So. Soll es die Mona Lisa sein? Oh mein Gott, wie witzig. So, vorsichtig. Oh, das war eng. Fast hätte ich mir meinen Schwanz verbrannt. Loslassen? Hallo? Warum kann er sich denn jetzt doch festhalten, ohne dass man Kreis drückt? Was soll das? Wir beklauen ihn hier schön. Das ist ein Alarmding, das muss weg. Was ist denn das? Eine Flasche. 30 Stück, ey. Oh nein, oh, das war ja frech. Oh mein Gott. Ach ja, wir leben ja noch. Natürlich. Vorsicht, Sly!
Schluss jetzt. Okay, Checkpoint. Was ist das für ein Tresor? Oh, und da ist ein großer. Das ist der Safe, Kumpel. Aber du brauchst mehr Hinweise. Ja, ja. 30. Ob wir jemals volle Flaschen sammeln? Kann ich hier? Nein. Da oben sind schon wieder welche. Wie komme ich denn da wieder hin? Ah ja, okay. Hey. Komm. Hops. Ja, los, Lai. Was ist los hier? Da kann ich nicht weiter. So. Ist voll cool, wie auch alles kaputt bröckelt. Hä, hey, aber... Da kann ich doch gar nicht hoch. Höp. Hä? Also... Also, entweder kriegen wir später nochmal neue Fähigkeiten und müssen zurück, oder... Na, stimmt doch nicht. Oh nein, oh nein! Aua! Bin ich ganz tot? Ich bin ganz tot. Oh, wie frech sind die denn? Was ist denn mit denen los? Geht's noch? Es gilt gar nicht, was hier passiert. Das ist ja mal frech. Na ja, gut. Pass mal auf hier. Nein, oh mein Gott, das war ein bisschen hier. Ganz schön knapp. So, jetzt kriege ich wieder einen lustigen Magneten. Was ist das? No trespassing, ja. Bla. Hier. Du hast mir gar nichts zu sagen, du komisches Schild. Hopp. Das war aber hier mutig. Das sind keine echten Doppelsprünge, finde ich. Das ist irgendwas ganz anderes. Ach du Scheiße. Okay. Oh, oh, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ja knifflig. Das ist ja mega knifflig. Holy moly. Ja, super frech. Das meine ich mit einmal getroffen und dann sterben ist schon ein bisschen assi. Also, oh, weiß ich nicht. Aha! Da ist doch schon das nächste Ding. Warum? Ich muss sie erstmal aufplatschen lassen und dann komme ich zu denen. Ja, und hier, das wird auch ein bisschen krass jetzt. Oh Gott, ja! Junge, Junge, Junge! Was ist das denn? Ja, nur noch 4 Leben wieder. Aber ich habe wieder Magneten dran, cool. Oh ja, super, ich hätte ihn vielleicht gebrauchen können für die Pflanzen jetzt. Ja, nee, aber in dem Fall, wenn man irgendwie, ich glaube, 3-mal stirbt, ne, dann bekommt man einen. Ja, okay, das ist schon gut. Ja, ach, da werden wir echt immer getroffen. Das ist doch auch blöd. Oh mein Gott, wie knapp. Mami! Nein, jetzt bavove sie! Bavove sie, was ist das? Was ist das? Mach es weg! Weißt du auch nicht. Komm, schleich hier rüber. Meine Fresse. Puh. So. Oh. Weiß ich. Der blauen Auren gedrückt halten.
Kräften und super leise Meisterdiebkniffe auszuführen. Weiß ich doch. Puh. Ach komm. Ach komm, nee. Fuck. Aber wir sind ja zum Glück jetzt hier. Scheiße. Ist schon krass. So. Wie soll ich hier vorbei? Ah. So. Scheiß mal auf die Flaschen. Insgesamt. Aber 25 von 30 ist aber auch gar nicht mal so schlecht. So, aber da ist jetzt, da ist schon der Schlüssel. Passt. Ich müsste sowieso auch. Überleg mal, ich müsste ja zurücklaufen. Hey, da ist das Leben wieder. Hey, da ist ja wieder das Leben. Du hast schon Schmackofatz. Hätte ich Lust eigentlich, das zu sammeln. Na egal, komm raus da. Nice. Jetzt haben wir schon zwei. Oder so. Cool.